dann machen wir jetzt erstmal den Boss und holen dann den Kristall noch. Es ist, glaube ich, so der normale Final Boss. Und den True Final Boss kriegt man dann eben erst, wenn man alle Splitter hat. Dann guck ich mal. Die Sache, ich habe immer eine gute Fähigkeit, I guess. Wait, ist das Hollow Knight? Zieht er die jetzt wieder zurück? Kann ich die... Ah, ich kann die angreifen! Okay. Jetzt sind wir plötzlich Pac-Man geworden? Oh, jetzt kommt er nach unten. Frech. Muss erst mal gucken, wie der überhaupt funktioniert. Okay. Aua. Hier darf ich nicht berühren. Also zum schnell reagieren ist der eher auch suboptimal. Und dann kommt er nach unten. Und dann? Hier so? Macht das ihm Schaden? Nein. Also ich muss wahrscheinlich wirklich sein Dings treffen. Aber hier stand ich ja eigentlich gut, oder? Hier ist ein bisschen schwierig. Was kommt jetzt? Nö, ich kam nicht hoch. Ich bin auch nicht so mir ganz schlüssig. Der hat einfach alle Fähigkeiten, was irgendwie sehr cool ist. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann ich ihm Schaden mache. Du hast doch so ein bisschen drauf geguckt, wann habe ich ihm immer so Schaden gemacht? In seiner grünen Phase hast du ihm Schaden gemacht. Das ist nicht... Wenn ich ihm in der Phase eh keinen Schaden mache, dann sollte ich wahrscheinlich auch lieber... Was ist hier? Habe ich ihm hier Schaden gemacht? Mhm. Also wirklich nur in der grünen Phase. Oh, okay. Also der Boss ist eigentlich ganz cool. Ist meine Fähigkeit jetzt weg? Ja. Okay. Der ist an sich ganz cool, weil der alle Fähigkeiten hat. Ich habe halt nur nicht so gut gucken können, wann ich ihm Schaden mache. Ist es vielleicht sinnvoller, Doppel-Elektro zu nehmen als der Boomerang? Das Gefühl, Doppel-Elektro ist schneller als der Boomerang. Soll ich dir einen Tipp geben? Besser ohne Fähigkeit rein. Oh, ist es das, was Leo eventuell vermutet? Dass man ihm in der grünen Phase immer Schaden macht? War das in der Default? Nee! Oh mein Gott, es ist wirklich so, wie Leo sagt. Grün ist Boomerang. Du machst ihm nur mit der Fähigkeit Schaden, die er einsetzt. Nun. Ich habe jetzt kurz gedacht, grün wäre halt seine Default-Phase, wo du ihm immer Schaden machst. Und alle anderen Phasen kannst du ihm halt einfach keinen Schaden machen. So, ne? Das war so mein erster Gedanke. Dann hat Leo das geschrieben, dachte ich mir so, ja, könnte sein, dass du die passende Fähigkeit brauchst, weil der ja auch alle hat. Aber grün ist dann immer noch die Default... Nee, wait, Boomerang ist grün, deswegen habe ich ihm da Schaden gemacht. Oh. Ja. Das ist, ich finde ihn aber interessant, dass der alle Fähigkeiten hat, aber dann sackt es ja schon fast mit einer Fähigkeit reinzugehen. Deswegen der Tipp ohne rein. Boomerang war das Grüne. Feuer haben wir natürlich gesehen, Stein haben wir gesehen. Eis hast du auch kurz gesehen. Eis habe ich gesehen. Und halt eben... Stachel. Stachel, ja. Ja. Bombe und... Bombe auch gesehen? Nee, weil die fehlt halt noch. Mhm. Bombe und irgendwas. Bombe und Elektro fehlen noch. Ohne dann rein. Oh, ja, das ist nicht so. Wait, ich hatte es noch im Mund. Oh, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte es verloren. Was ist das? Das könnte Bombe sein. Ich konnte es nicht einsaugen. Weg damit. In der Ecke steht. Ich muss erst mal lernen, wie der funktioniert. Mhm. Weil der doch auch ein bisschen komplexer ist. Ich muss halt lernen, wie die Phasen funktionieren, ne? Ja.
Bei Eis komme ich irgendwie echt schwierig dran, finde ich. Weil der sich halt so um... Ne? Ich kann ihm einfach sein Hinterteil einsaugen, was? Das ist aber auch echt schwer, da dran zu kommen, weil du ja mit den Fähigkeiten... Da konnte ich aber noch nicht einsaugen. Erst wenn die sich geteilt haben. Weil du... Oh, never mind. Die kann ich erst. Weil du mit den Fähigkeiten ja nicht fliegen kannst. Mhm. Oh, du bist neu! Das kann ich auch nicht einsaugen. Die kann ich einsaugen. Ich meine, ich bin jetzt eh fast tot, aber einfach noch so ein bisschen üben. Stachel ist ja an sich easy, weil du in der Ecke sicher bist. Dann können wir die mitnehmen. Flup. Also wenn du ganz schnell bist, kannst du auch zwei jetzt reinkriegen. Ist in der Ecke vielleicht safe? Wenn du einfach da stehen bleibst. Ich muss halt nur irgendwie treffen dann. So zum Beispiel. Ja, Ecke ist guter Call. Und hier konnte ich sein Hinterteil klauen. Jetzt taucht er unter. Kommt wieder Eis. Aber eventuell kann er dich wirklich nicht in der Ecke treffen. Oh nice, du hast zwei von den Dingen jetzt. Hm. Nice. Gut, da wird er wahrscheinlich dich schon treffen können, wenn die runterfallen. Ja. Oh, der kam noch auf mich zu. Okay. Aber schon mal mehr herausgefunden. Oh, ich habe irgendwie den Controller berührt. Ich habe ihn gegen den Tisch gehauen. Also bei Eis können wir auf jeden Fall... Für nichts gegeben. Bei Eis sind wir aber zumindest in der Ecke safe. So, der Stein. Und dann rollt der... Einmal hin und her, okay. Also einmal zur einen Ecke, einmal zur anderen Ecke und wieder zurück. Ach, die prallen an ihm ab. Mhm. Gut, Stachel. Stachel kannst du öfter machen. Stachel ist sehr free. Hier kann ich noch kein Eis einsaugen. Ich glaube erst ab hier. Ah, schade. Bin ich immer ein bisschen zu langsam. Feuer geht einmal so. Gegenüber dir? Oh, ja. Ah, meine Lieblingsfähigkeit. Also eigentlich nicht, aber hier mag ich sie ganz gerne. Oh nein, Stachel kaputt. Ach, dann kommt Stachel auch nicht mehr. Nee, wenn du die einmal kaputt gemacht hast, die Phase, dann ist sie weg. Schade, ich mochte Stachel. Jetzt kommt wieder die Pac-Man-Phase. Geht er jetzt schon nach unten? Mhm. Nee, gar nicht. Der macht drei Umdrehungen. Ja! Okay. Ja, Eis ist immer noch nicht... Also, ich liebe Eis, aber nicht hier. Weil ich mich dann hier leider immer doof treffen lasse noch. Also, Eis finde ich noch mit am schlimmsten. Weil irgendwie, weiß ich nicht, dadurch, dass die so um ihn herumwirbeln, finde ich das echt gar nicht so einfach. Ich meine, das ist Fake 3D. Und Stein kaputt. Der geht erst nach oben. Aber ich glaube, wenn er den Doppel macht, macht er das nur einmal. Mhm. Da muss ich dem noch aus... Uah!
ausweichen. Die wollen aber auch, dass ich mit Gewalt Eis lerne, ne? Naja, je mehr Phasen du kaputt machst, desto weniger Auswahl hat er, ne? Ja. Feuer. Feuer geht nach unten und oben. Der zweite geht auch nach unten und oben. Ne? Ja. Ich glaub, oh, ich ihn... du kannst ihn doch nicht treffen, wenn er sein Auge zu hat. Ich glaube, ich bin nur nicht hoch genug gesprungen. Auch. Ja, Bombe hatten wir auch noch gar nicht in diesem Kampf. Nee, Bombe ist eher nicht in der Ecke. Hey, das war jetzt dumm. Mich zweimal blöd treffen lassen. Aber wenigstens komme ich schon ein bisschen souveräner mit manchen Phasen zurecht. Ist ja auch schon mal viel wert. Du hast dreimalhin schon zerstört. Stichwort souverän. Eis gehört noch nicht dazu. Aber Eis ist mit einem Hit wahrscheinlich jetzt auch kaputt. Ich auch. Mhm. Aber wie gesagt, wir üben ja auch noch. Da ist der Laser, der mich trifft. Feuer ist, finde ich, auch noch ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht immer hundertprozentig weiß, wie das jetzt, wie das Feuer kommt. Solange du nicht direkt über oder unter ihm stehst, ist alles gut. Weil er immer nur quasi in... Da war ich leider nicht schnell genug wieder unten. Aber trotzdem fast. Jen, danke schön für 6 Monate Treue. Super lieb von dir. Das war ein sehr guter Versuch. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Phasen hingekriegt. Klar, es ist immer schade, so kurz vor Ende zu sterben, aber ich finde, ich habe eigentlich recht lange mit wenig Energie durchgehalten. Die Bombenphase hat dich leider gekillt. Ja, die Bombenphase war leider doof. Leider nicht. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Sag ich ja, jetzt. Jetzt hast du erstmal wieder 5 schlechte Versuche. Es ist so. Das ist, weil jetzt bei der ersten Phase. Okay. Das Ding halt leider genau aus dem Bild geflutscht ist. Und ich dementsprechend irgendwie nichts zum Schießen hatte. Plus, ich treffe auch irgendwie nichts, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich rechts irgendwie wohler. Das mag jetzt irgendwie dumm klingen, aber irgendwie fühle ich die rechte Seite mehr zum Rumstehen. Das ist bestimmt deswegen lief das jetzt nicht so gut, weil ich auf der falschen Seite stand. was? Ich bin da dran gegangen. Ich habe eigentlich gestoppt vorher. Ja, bin ich. Er ist von alleine noch ein Stück nach vorne geslidet. Glaubt mir das jetzt irgendwer? Wahrscheinlich. Er ist aber wirklich noch nach vorne geslidet. So, den schießen. Oh. Oh, schon kaputt. Perfekt. Jetzt Bombing Time. Was mache ich mit den Bomben? Einfach ausweichen. Oder weglaufen. Okay, Bombe. Oder einfach nicht treffen. So, der kommt runter, der kommt runter. Ich meine, ich könnte vielleicht, wenn ich da in der Ecke stehen bleiben würde. Wow. Ich wollte noch durch. Oh, Feuer kaputt. Weil ich eigentlich nicht auf der Seite stehen will. Ich möchte eigentlich auf die andere Seite. Nee, der Versuch ist wieder nicht so gut. Aber nutzen wir den nochmal zum Üben. Vor allen Dingen, vielleicht lerne ich ja mal Bombe? Okay. Aber wirklich gelernt habe ich Bombe jetzt damit nicht. Das war einfach nur Glück. Ja.
Na, zu hoch. Ich treffe ihn halt leider immer. Klappt das nochmal? Jetzt will ich es einmal drauf anlegen. Hm. Oh, ist eine Bombe kaputt gemacht. Cool. Nee, Moment, hier einmal ausweichen. Ich treffe ihn leider sehr oft. Okay. Wow. Wenn, oh, dann nur noch gar nicht. Wenn er sich gerade wieder zurückverwandelt hat, wollte ich sagen. Stein ist aber auch hartnäckig, finde ich. Schade. So close. Ja, Eis, wie gesagt, finde ich immer noch sehr schwer zu treffen. Weil du ja auch nicht zu nah ran willst mit den ganzen Eiskristallen drumherum. Bin da jetzt ja auch schon oft genug aus Versehen reingesprungen. Mhm. Gebaitet! Und dann ist er nach links gerollt! Ja, mach dir mal komplett einmal von einer Ecke zur nächsten. Aber er hat dich nur gebaitet, dass er diesmal nach rechts gegangen ist. Ich glaub, wahrscheinlich, weil du in der Luft warst. Ich glaube, ich wusste legitim nicht, dass der nach rechts und links rollt, weil der bis dato immer nur mir Ja doch, er ist mir entgegengerollt und dann wieder zurück. Aber dann habe ich ihn immer getroffen. Ja. Deswegen habe ich es nie erlebt, dass der in beide Richtungen gerollt ist. Und der hat mich jetzt einfach richtig gebaitet, weil der in die andere Richtung gerollt ist. Nur weil du in der Luft warst. Das hat mich gefallen. Ja, ich wollte schon mal präventiv hoch. So. Nope. Und dann am Rand bleiben. Ich glaube, du kannst einfach stehen bleiben, der erreicht dich dann nicht. Ja, gut. Ah, nice. Da immerhin mal getroffen. Nicht. Okay, es war nur einmal. Ah, der ist schon mal kaputt. Was schon fast schade ist, weil ich mag die Phase eigentlich. So, meinst du, ich bin jetzt hier safe? Ja, anscheinend. Dann nehme ich jetzt aber auch lieber nur einen. Elektro. Das heißt, man springt hier einmal. Und hier einmal. Ja, die waren blöd auf der anderen Seite leider. Finde ich jetzt. Besser ihn nicht treffen, als ihn treffen und dabei selber getroffen werden. Dann lieber ein bisschen vorsichtiger spielen. Oh, Bombe schon kaputt. Das ging ja schnell. Und Stachel ist okay. Das Gefühl, manche Phasen... Stein ist unglaublich ausdauernd. Oh, das war dumm. Unglaublich ausdauernd. Ich habe das Gefühl, manche Phasen nehmen auch sehr viel mehr Schaden oder halten nicht so viel aus. Da komme ich etwas beschissen ran. Also Eis und Stein finde ich halten definitiv ein bisschen mehr aus. Oder es ist einfach schwieriger, die K.O. zu kriegen. Aufgrund des Musters, ich weiß es nicht. Stachel. Aber es ist tatsächlich mal ein guter Boss, finde ich. Ja. Also ja, der ist auch ein bisschen ausdauernd, ja. Und den muss man natürlich erstmal lernen. Du musst erstmal auf dem Boden bleiben, bis er auf dich zurollt, sonst geht er wieder in die falsche Richtung. Ja. Ich habe einen Doppelstein gemacht. Und ihm dabei Schaden gemacht. Bin ich zwar wieder auf der nicht so schönen... Ist das, haben andere Leute das auch, dass die bei Bossen lieber auf der einen als auf der anderen Seite stehen? Ja. Oh, nice.
wirklich grün. Ja. Oder hast du einfach zurückgegrillt? Stein. Du bist einfach die Ultimate Grill. Ja. Weiter wieder genau die andere Richtung. Nice, Eis ist auch weg. Bleibt noch Bomben? Ne, Bombe ist auch schon weg. Elektro und Stein nur noch, glaube ich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, ich wollte noch hochspringen vorher, aber egal. Weil beim Spielen, muss ich ehrlich sagen, achte ich nicht so genau drauf, was jetzt noch kommt und was nicht. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Deswegen springe ich immer ein bisschen eher zu früh als zu spät. Ich weiß auch nicht, warum ich am Anfang immer das gute Timing hatte für Stein und jetzt irgendwie nicht mehr. Ich könnte einfach so eine Steinfähigkeit einfach mitnehmen. Hm. Weil wenn du noch Stein da hast, kannst du mir damit angreifen. Nee, ich weiß ich nicht. Hm. Fühle ich nicht. Ja, der kommt ja gar nicht bis an den Rand beim zweiten Mal. Hm. Nice. Der war cool. Und ich fand, ich hab den jetzt auch eigentlich ganz gut hingekriegt. Yes. Good job. Nice. Aber da muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber so das Prinzip mit den verschiedenen Fähigkeiten und Phasen fand ich echt ganz cool. Und ich finde, man könnte meinen, es ist der True Final Boss, weil es eigentlich in sich schon sehr stimmig gewesen, fand ich. Und ich meine, es wirkt ja auch wie ein Happy End gerade. Wir haben die kleine Fee gerettet und ihr Königreich und alle sind glücklich. Aber da kommt wahrscheinlich gleich noch ein dickes Aber. Und Kirby hat gerade eine richtig creepige Lache gehabt. Na, aber guck mal, wie süß die beiden sind. Oh, DDD! DDD einfach richtig am Flennen. Oh, guck mal. Habt ihr das Gesicht gesehen von der, ich sag mal, Königin? Mhm. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, bei Kirby nicht unüblich, dass man halt das Spiel auch regulär durchspielen kann. Ich glaube, war das bei Dreamland 2, wo das nicht ging? Wo du dann auch wirklich nur abgespeckte Credits bekommen hast und alles? Bei drei? Okay. Na, aber so an sich ist es ja, wie gesagt, nicht unüblich. Du kannst es durchspielen, du hast dann auch einen Final Boss, aber da ist dann immer noch so ein kleiner Haken. Und wenn du dann wirklich das True Ending möchtest mit dem True Final Boss, dann musst du eben alle Collectibles sammeln. Und da haben wir jetzt genau eins, was wir eben nicht eingesammelt hatten gerade. Eigentlich aus Versehen, aber es hat sich dann ganz gut angeboten, um einmal das normale Ende zu zeigen. Aber wir haben ja schon quasi bei der, ganz am Anfang vom Stream, bei der Beschreibung vom Spiel gelesen, dass ja Dark Matter der Final Boss ist. Und das war ja offensichtlicherweise irgendwie ein anderer Kandidat. Dementsprechend, ist ja klar, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Aber den Boss fand ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ich glaube, das war der beste des Spiels bis dato. Und gut, dass man da natürlich erstmal so ein kleines bisschen reinkommen muss, ist ja auch normal. Ansonsten habe ich ja meine Meinung zum Spiel an sich schon getätigt, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Du hast den Controller schon geschnappt. Mhm. Möchtest gerne noch den einen Sternensplitter gleich nachholen? Mhm. Ich denke, es war schon Dark Matter da. Nur war er nicht ganz weg, sondern hat sich versteckt. Das kann auch sehr gut sein, weil oft haben ja Kirby-Bosse mindestens zwei Phasen, wenn nicht sogar mehr. Oftmals haben die lang genug für zwei. Aber oft haben die zwei Phasen und dann noch eine True Final Phase.
99%. Na, also dafür stimmt, war es ja eigentlich zu kurz. Also kann es gut sein, dass es Dark Matter war und er sich dann so dachte... Du hast übrigens all dein Leben verloren. Naja, dass er sich dann dachte, nope, muss los. Aber das ist so gediegen, dass die erste Hälfte vom Spiel eigentlich sehr solide war. Die zweite Hälfte, also insbesondere Welt 4 und 5. Welt 6 war wieder ziemlich free, wenn wir mal ehrlich sind. Und der Boss war eigentlich auch voll cool, also... Das mag aber tatsächlich auch einfach an mir liegen. Also es gibt bestimmt auch Leute, die Welt 3 am schlimmsten finden oder Welt 6 oder so. Für mich waren es halt echt die Welten 4 und 5. Deswegen bin ich ehrlich gesagt gerade auch sehr froh, dass diese Welt und der Boss so gut geklappt haben. Weil ich ehrlich gesagt nach dem letzten Stream schon so ein bisschen frustriert war. Die Spinne habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe die, glaube ich, so schnell getötet, dass die gar nicht spawnen konnte. Ich habe die getötet, bevor sie Beine kriegen konnte. Okay. Ja, auf jeden Fall. Niemand spielt gerne Spiele, die einen frustrieren. Außer man spielt hobbymäßig Souls-Spiele. Dann vielleicht schon. Nein! Warum hat er das weggeworfen? Hä? Ich habe den Knopf nie gedrückt. Brauchtest du die Fähigkeit? Ja. Dann geh noch mal raus. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt noch mal. Woher weißt du, dass du die brauchst? Ich habe nachgeguckt. Ah, okay. Das war ein sehr schmerzerfüllter Schrei. Aber ich sehe schon, ich krieg alles außer Stacheln. Because why not? Wow. Der Kaktus war Stachel, der da war? Na gut, das ist ein Kaktus. Ich habe es nicht als Kaktus wahrgenommen, es sah es auch wie ein Stern. Er hat nicht deinen Namen getragen. Die wollen dich aber auch ärgern. Das hat er vorhin auch schon gemacht. Ja, auf jeden Fall. Nach dem ersten Kirby64-Stream war ich noch so, ja, ne, schön und so. Und nach dem zweiten war ich halt schon so, vielleicht doch nicht mehr so schön. Es ist dann halt immer so ein bisschen frustrierend, wenn du so Spiele hast, die so viele, vor allen Dingen so viele Level auf einmal haben, die dich irgendwie so ein bisschen nerven. Und du dann denkst, jetzt dann streame ich das nächste Woche weiter und dann ist es wahrscheinlich ähnlich frustrierend und, also du willst dich auch auf den Stream quasi freuen, so im Vorfeld, so, ja geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber wenn du weißt, dass die Level, die ich beim letzten Mal schon so abgefuckt haben, ne? Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass es heute bis zu dem Punkt auf jeden Fall angenehmer war. Und es scheinbar echt nur die beiden Welten waren. Das ist sehr schön. Oder mein Mindset war heute einfach ein bisschen... Hier übrigens der Boden. Das ist kein einfacher Teppich. Das ist das, was man kaputt machen muss. Oh! Wow! Ich hab das auch einfach nur als normalen Teppich gesehen. Jetzt ist er so ein bisschen am Blinken. Ja. Muss man den jetzt aber nochmal machen? Ja, dann mache ich den jetzt einmal. Okay. Kannst du so lange noch ein bisschen labern. Gönn dir. Der hat eigentlich auch Spaß gemacht. Aber ja, ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen auch Mindset-Sache. Du hast immer Tage, glaube ich, wo es mehr... Ach stimmt, du hast ja Stachel. Gerade sagen, wo es mehr... Solange ich die Fähigkeit habe, kann ich die ja noch ausnutzen. Ja, wo es mehr fluppt als an anderen, ganz klar. Deswegen... Kann natürlich auch einfach sein, dass ich Welt 4 und 5 war es, glaube ich, Unrecht tue und eigentlich waren die cool, aber ich hatte irgendwie einfach von mir aus schon keinen Bock, ich weiß es nicht. Aber ja, ich bin froh, dass es heute auf jeden Fall ein bisschen besser lief. Ansonsten können wir Jan in der Zwischenzeit anfeuern. Immerhin ist es ein cooler Boss, ist jetzt nicht so, dass er jetzt einen dummen Boss nochmal machen muss. Aua. Kann ich jetzt noch ein bisschen mehr auf den Chat gucken. Das ist beim Spielen oftmals ein bisschen schwierig natürlich, gerade in so Bosskämpfen. Also ich sehe dann potenziell die You Can Do Its aufploppen oder sowas.
Oder wenn so eine Subbombe kommen würde, würde ich es wahrscheinlich auch sehen, weil der Chat dann hochscrollt. Aber ansonsten natürlich einzelne Nachrichten immer ein bisschen schwierig zu lesen nebenbei. Der Alert hängt da eigentlich auch übrigens echt gut. So direkt neben den Leben, ohne dass es irgendwas verdeckt. Hm. Ob deine Taktik wirklich so gut funktioniert? Ich habe... Wie viele Versuche habe ich gebraucht? 4 oder so? 3, 4? Auf jeden Fall habe ich so lange daran gefeilt, an meiner Taktik für diesen Boss. Wobei ich denke, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver spielst als ich. Das kann gut sein. Dementsprechend vielleicht am Ende mehr Leben verlierst, aber dafür schneller fertig bist. Was ja auch in Ordnung ist. Einfach alles eingesungen und dann verfehlt. Wow. Die True Combo. Ja. Ist nach links oder nach rechts? Oh gut, Feuer ist auch schon weg. Elektro ist sogar mit am gemeinsten, finde ich, weil das so eventuell sogar die einzige Fähigkeit ist, die in die Ecke geht. Nein! Nein! Ja, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Aber auch echt kreativ, dass also was? Für jede Fähigkeit so eine eigene Phase zu designen, die auch alle nochmal anders sind. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn ihr euch im Chat unterhaltet. Es wäre nur ganz lieb, wenn es vielleicht halbwegs was mit dem Stream zu tun hat. Also ich liebe Dogos, aber der Dogo-Talk vielleicht eher auf Discord und nicht in dem, während dem Kirby-Stream im Chat dauerhaft. Ich gucke mir auch sehr gerne süße Hundebilder an. Ich stalke auf Discord auch immer. Es sind leider mehr Katzen als Hunde, habe ich das Gefühl. Aber Katzen sind auch süß, aber ich bin eher so ein Hundemensch. Aber ich glaube beim Kirby-Stream eher lieber ein bisschen nicht so viel off-topic. Ihr wisst, was ich meine. Ist kaputt der Eis oder nicht? Weiß ich nicht. Hat er jetzt noch? Ah, Bombe einmal. Ja. Natürlich. Natürlich hat da genau die Taktik nicht funktioniert. So. Die Sache ist, werden wir jetzt geheilt? Ja. Dann wäre es vielleicht gut, hier nochmal ein Save gleich zu machen. Falls man jetzt wirklich... Falls man nämlich den nochmal machen muss. Der ist cool, aber ich muss ihn nicht noch 10-mal sehen. Mhm. Dann gucken wir doch jetzt mal. Was jetzt passiert. Genau. Was ein Siegestanz unterbrochen. Aber wer weiß, wann man einen Speicherpunkt setzen kann. So und so wäre es eigentlich abgelaufen. Sieht bislang noch recht ähnlich aus, außer dass die Tante gleich nicht so creepy ist. Hoffe ich. Ach, guck mal. Du hast in den Arsch geleuchtet. Was? Warum habe ich plötzlich ein Nokia? Ich meine, es ist unzerstörbar, aber... Erstmal Dark Matter anrufen. Hallo? Runter von meinem Rasen. 0190. 6 mal die 6. Oh, da kommt sogar noch ein Level. Oh, dann werde ich hier nochmal saven. Nicht hier. Hier. Hier unten. Ja. Die Rakete ist sogar sehr praktisch zum Angreifen, weil die, glaube ich, Homing hat. Er sieht aus, wenn ich einfach so kleine Spritzen oder so schießen würde. Oder Kirby hat gerade das Jamba-Spar-Abo abgeschlossen. Aber ich habe vorhin 2 Raketen. Achso, wenn du gedrückt hältst, schießt bis zu 3. Oh. Was ist das denn? Das sieht aus wie diese Bonbons. Ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt so Bonbons, die diese Form haben. Die,
Werthers Original, diese Karamellbonbons, haben so ungefähr diese Form, aber nicht so eckig. Kann sein, dass es die sind. Kai, dankeschön für 27 Monate Treue auf Stufe 2. Super lieb von dir, dankeschön. Wobei ich hier immer so ein bisschen gucken muss, wo ich jetzt... Hi. ...landen kann. Na dann, ab hinterher. Es gibt hier eh nichts mehr zu sammeln. Ja gut, stimmt. Cool. Danke. Wobei das echt interessant ist, was sie hier als letztes Level gewählt haben. Jetzt kannst du nochmal ein Safe setzen. Jetzt bist du direkt beim Bus. Ja. Dieses kleine Vorschaubild da unten macht mich schon ein bisschen fertig. Was? Kannst du ja gedrückt halten. Oder? Nein. Okay, mehr schon. Aber ich weiß nicht, ich kann so schlecht sehen, wie ich hier ausweichen muss. Also die Perspektive ist ein bisschen schwierig, um zu sehen, wo der mich jetzt angreift. Ich sehe das die Hälfte der Zeit nicht. Hä? Du? Ja. Macht mich ein bisschen bekloppt, ehrlich gesagt. Also ungefähr ja. Aber ich werde trotzdem immer getroffen. Also auch wahrscheinlich nur so ungefähr dann. Und ich habe das Gefühl, bis ich zur Seite ausgewichen bin, hat er mich schon wieder getroffen. Und ich mache echt wenig Schaden. Du machst gar keinen Schaden. Warum? Du musst die richtige Stelle treffen. Sein Auge? Und mit seinem Auge stellst du seinen Schwachpunkt erstmal nur frei. Oh. Wenn du da drauf haust, dann bewegt er sich irgendwann nicht mehr. Gut, dass mir das am Ende aufgefallen ist, dass ich keinen Schaden mache. Also du musst schon aufs Auge hauen, damit du überhaupt seinen Schaden machen kannst. Danach. Aua, ich sehe das nicht. Also jetzt mal ohne Witz, ich sehe nicht, wohin der angreift. Also nicht so wirklich, weil du hast halt das Vieh selbst, du hast den Hintergrund, du hast meine Sachen, die fliegen, du hast diese Leuchteffekte, die kommen, wenn ich ihn treffe und seine Angriffe. Was musst du denn jetzt treffen? Seine Flügel? Sein Halo. Sein Halo? Ich... Meine ich zumindest, sogar. Warte mal kurz. Sterb mal kurz bitte. Und lass mich dann einmal ins Menü, damit ich kurz pausieren kann. Also. Gut, dass man keinen Schaden macht. Gut, wir müssen erst den Schwachpunkt freilegen, indem wir das Auge treffen. Wenn wir das Auge getroffen haben und er halt stillsteht, müssen wir oben seinen Heiligenschein treffen. Aber ich finde, ich kann das nicht sehen. Also ich sage das jetzt noch nicht mal, um mich irgendwie davor zu drücken oder um zu rechtfertigen, warum ich gestorben bin. Ich sehe es aus der Perspektive legitim nicht, weil du hast dieses Vieh da hinten, du hast mich hier vorne, die zwei Leute. Dann schieße ich, meine Angriffe, die an ihm abprallen, machen da nochmal eine kleine Explosion. Plus ich habe ja mehrere Projektile, die fliegen, die alle einzelne Explosionen nochmal machen. Dann greift er aber auch mehrfach an, die Sachen fliegen auch nochmal durchs Bild. Der Hintergrund bewegt sich. Und dann die Perspektive so von geradeaus, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Und die Schüsse fliegen irgendwie so ein bisschen in der Kurve nach oben, aber auch nicht so ganz. Und zum einen kann ich nicht sehen, wo ich hinschieße. Also ich kann nicht predikten, wo die treffen, weil irgendwie die Perspektive so seltsam ist. Und dadurch, dass mir da alles um die Ohren fliegt, kann ich legitim nicht sehen, wohin ich ausweichen muss. Also das ist das Problem, wenn du noch nie einen First-Person-Shooter gespielt hast. Also ich... So, wenn du so kein Gefühl für den Raum hast. Nee, so gar nicht. Ich finde das auch einfach... Es ist ja an sich einfach so von vorne, aber irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie mega weird. Und dann fliegt dir alles um die Ohren gleich. Ich habe keine Ahnung. So, ich sehe es halt legitim nicht. Das ist super strange. Ja, so ein Fadenkreuz wäre echt gut, damit ich sehe, wohin ich hinschieße. Und der kann auch gerne ein Fadenkreuz haben, damit ich weiß, wohin ich ausweichen muss. Würdest du den für mich machen? Mhm. Dann kannst du wenigstens die Musik genießen. Ich habe die Musik überhaupt nicht gehört, weil ich einfach permanent verwirrt war. Gar nicht mit dem. Nee, und du musst mashen, kannst nicht gedrückt halten. Jo. Also der Hintergrund hilft halt ehrlich gesagt nicht so. Und ich finde auch die Projektile, die
fliegen so seltsam. Die fliegen noch nicht mal geradeaus. Guck mal, die fliegen voll seltsam in der Kurve, als wenn du so im Weltraum, also du bist wahrscheinlich im Weltraum, als wenn da so ein bisschen Schwerelosigkeit herrschen würde. Diese fliegen super weird. Die verfolgen dich. Die schießen immer da, wo du gerade bist. Nein, deine. Ach so. Deine machen so eine Kurve. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Perspektive. Oder Homing oder so, aber das verwirrt mich. Und dann explodiert er quasi alles an ihm, was dann auch wieder leuchtet. Und dann fliegen seine... Ich habe doch keine Ahnung. Aber das ist zumindest das Geheimnis, nicht treffen zu lassen. Einfach im Kreis fliegen. Mhm. Weil er immer quasi dir hinterher schießt. Also ich muss sagen, wir hatten jetzt ja schon einige von diesen Bossen auch in den alten Kirby-Spielen, die wir gespielt haben. Dark Matter hat ja immer ähnlich funktioniert. Und ich muss immer noch sagen... Das ist Zero Two. Warum auch immer er jetzt Zero Two heißt. Gibt's bestimmt eine Lore hinter. Ich hatte ja auch einfach einen O2-Vertrag abgeschlossen. Man weiß es nicht. Weil ich glaube, der schreibt sich wirklich wie die Zahl. Und dann zwei dahinter. Ich fand diese Dark Matter Zero-Phasen nie so cool wie die eigentlichen Bosse. Ich mag in Kirby ehrlich gesagt so Kämpfe gegen DDD, Meta Knight oder jetzt gegen den wir gerade hatten mit den verschiedenen Phasen. Irgendwie sehr viel cooler, so dieses typische Kirby 2D. Viel cooler als durchs Weltall zu fliegen und irgendwie zu schießen. Ich weiß nicht, irgendwie war das noch nie so hundertprozentig mein Fall. Ich nehme lieber die klassischeren Kirby-Kämpfe, glaube ich. Schweinchen feuern dich übrigens auch an. Also noch hast du ihm gefühlt gar keinen Schaden gemacht. Ich muss seinen Arsch treffen. Den Stachel da? Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie man da zielt. Ja. Jetzt? Ah. Oh, wait. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Aha. Erleuchte mich. Was? Ich fliege ja wirklich legitim um ihn herum. Es sieht zwar nicht so aus, weil du das einfach in diesem Raum nicht erkennst, aber du fliegst halt wirklich um ihn herum, wenn er gerade betäubt ist. Okay. Also wenn ich immer weiter nach oben fliege, lande ich halt über ihm. Ach so. Und dann muss ich da einfach stehen bleiben und draufhauen die ganze Zeit. Und jetzt fliege ich quasi runter und fliege unter ihm. Das sieht eher aus, als wenn er sich einfach auf der Stelle drehen würde. Ja, deswegen, das siehst du halt einfach nicht aus der Perspektive. Und dann kannst du jetzt immer so ein bisschen draufhauen, während er auf dich furzt. Ja, da würde ich auch draufhauen, wenn mich jemand anfurzt. Aber wie gesagt, die Musik. Eins der besten Kirby-Themes. Schon ganz episch, ja. Es klingt einfach nicht nach Kirby. Der Kampf sieht auch nicht wie Kirby aus. Nee. Aber hey, jetzt habe ich verstanden, wie dieser Boss funktioniert. Ich meine, ich habe nichts dagegen, nochmal so was Specialiges als True Final Boss einzubauen. Das ist ja quasi extra irgendwo, ne? Auch wenn man sonst nur das unbefriedigende Ende bekommt. Aber wie gesagt, ich nehme auch lieber die klassischen Kirby-Endkämpfe. Das ist auch nicht hundertprozentig mein Fall, durch die Gegend zu fliegen und mit der Kraft der Liebe zu schießen. Mit der Kraft der Kristalle. So. Geschafft. Good job. Mich hätte ich da, glaube ich, diese Musik in diesem Spiel. Gut, dass du ihn dann gemacht hast. Ich glaube, mich hätte der etwas bekloppt gemacht. Ich habe den davor dann es vernünftig ist gemacht. Sehr schwer halt erstmal zu merken, wie genau das Movement da drin ist. Ja. Weil es einfach nicht sichtbar ist, dass du um den herumfliegst. Ich habe es ja auch erst im Laufe des Kampfs so wirklich gemerkt, dass es so ist. Ja. Kann ich eigentlich jetzt sagen, ich habe das Spiel auch durchgespielt? Die slidet, die kann nicht laufen, die slidet über den Boden auf ihrem Kleid. Oh. Perfekt. Denk mal, es sind die gleichen Credits wie gerade. Aber ich glaube, du kriegst jetzt schönere Bilder. Das kann nicht sein. Die ausgemalt, die waren vorher nämlich nur schwarz-weiß. Die quietschenden Geräusche gehören zu den Credits dazu übrigens, ne? Die kommen nicht von uns. Die sind da drin. Da freut sich jemand, dass das Spiel durchgespielt, dass du jetzt endlich Essen gibst. Und wenn ihr das nachprüfen wollt, dann müsst ihr das Spiel auch zu 100% durchspielen. Dann könnt ihr mir hinterher sagen, ob ihr auch gequieken in euren Credits hattet. Nur so könnt ihr das nachprüfen. Ach so. Ist in Nintendo Switch Online drin? Im Normalen oder im Bonus? Im Bonus. Im Bonus, gut. Müsst ihr leider Geld für ausgeben. Fürs Normale auch. Aber ich glaube, das Normale haben wahrscheinlich sogar sehr, sehr viele. Das kann gut sein. Und den Erweiterungspass halt natürlich nicht. Also ich bleib dabei. Es ist
Von der Idee her wirklich cool, gerade auch so mit den kombinierbaren Fähigkeiten. Die Geschichte ist ganz süß und ich fand den normalen Endboss eigentlich auch sehr cool. Aber einige Level fand ich halt doch sehr anstrengend. Und einige Bosse vor allen Dingen. Besonders den komischen Farbenboss und den Unterwasserboss. Also es hat so seine Stärken und Schwächen. Und ich denke, wenn man vielleicht irgendwann nochmal so Crystal Shards 2 oder so für die Switch machen würde, mit dem Prinzip aber halt auf heutigem Standard, wäre das echt richtig gut. Aber heute hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube echt nur der letzte Stream war ein bisschen frustgeladen. Ich habe nur kurz die Nudeln ins Wasser getan. Warum ist der Boss schon tot? Weil Jan den gemacht hat. Was hast du erwartet? Sieht ein bisschen eklig aus. Dann sind wir damit auf jeden Fall durch. Das heißt, das nächste in unserer Liste wäre Nightmare in Dreamland. Was das Remake vom zweiten Kirby ist, von Kirby's Adventure, glaube ich. Mhm. Das war das erste Kirby-Spiel mit Fähigkeiten. Weil aus irgendwelchen Gründen hattest du ja quasi Dreamland 1 und dann kam Adventure und dann kam erst Dreamland 2. Aber ja, das wäre auf jeden Fall das nächste auf unserer Liste. Und weil es da eben auch... Ist das wieder das Intro vom Anfang? Mhm. Das können wir eigentlich noch mal durchdrücken. Kannst aber drücken, dass du siehst, dass du 100% hast. Nice. Mhm. Und da es dazu eben ein Remake gibt, haben wir uns gedacht, dann skippen wir Kirby's Adventure und spielen natürlich direkt das Remake dazu. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Das ist dann für den Game Boy Advance. Das ist leider nicht in Nintendo Online drin bis dato. Aber das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Aber ich bin froh, dass wir Crystal Shards auf jeden Fall erfolgreich zu 100% abgeschlossen haben.